Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich euch gerne meine allerliebsten Alternativen bzw. Dupes zeigen. In diesem Zusammenhang darf ich es, glaube ich, sagen, denn es sind Produkte, die einige von euch bestimmt auch schon kennen. Warum ich dieses Video allerdings drehe, hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich wirklich noch so häufig von euch Nachrichten zu dem Föhn bekomme, den ich doch schon häufiger gezeigt habe und ob ich nochmal genauer erläutern könnte, was der Unterschied zwischen den Modellen ist, für wen welches Modell geeignet ist. Also ungelogen, ich bekomme wirklich so eine Nachricht mindestens pro Woche dazu. Und der zweite Grund ist, dass ja der Prime Day bevorsteht und in diesem Zusammenhang eine sehr, sehr große Aktion läuft. Das heißt, es gibt alle Produkte gerade sehr stark reduziert zu kaufen. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal dieses Video mache, erleichtert das einigen von euch vielleicht die Entscheidung, ob sie dieses Produkt wirklich kaufen möchten oder eben nicht. Ich hoffe sehr, dass es euch weiterhelfen kann und würde sagen, wir starten direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Es handelt sich natürlich, für alle, die mich kennen, um die Leifenföhn-Modelle. Also das ist eine super Alternative zum Dyson-Föhn und zwar zum Supersonic. Nicht verwechseln. Es gibt ja den Airwrap, es gibt den Air Straight. Oder so heißt die neueste Version. Der Supersonic ist ein Föhn, der eigentlich in allen Friseursalons immer Anwendung findet. Bis vor einiger Zeit, als Leifen diese Föhnmodelle gelauncht hat. Denn tatsächlich ist es so, und das hatte ich euch auch schon erzählt, selbst meine Friseurin arbeitet jetzt mit Leifenprodukten. Also da ist kein Dyson in ihrem Friseursalon zu finden, sondern wirklich der Leifen. Ich habe hier einmal das Swift-Modell und das hier ist das SE-Modell. Ihr seht natürlich schon zum einen ein bisschen am Design die Unterschiede. Der Swift ist, was den Preis angeht, so in der Mitte zu finden. Es gibt dann noch die Premium-Variante und eben das SE-Modell. Das ist mit am günstigsten. Die Leistungsdaten unterscheiden sich minimal. Ich kann euch auch gerne einmal so eine kleine Übersicht hier einblenden. Da seht ihr auch, inwiefern die sich unterscheiden. Ich habe tatsächlich auch gelesen, dass es Gründe hat, warum die sich unterscheiden vom Preis. Zum einen wollte Leifen für mehrere Geldbeutel quasi Modelle im Angebot haben. Zum anderen ist das SE-Modell zum Beispiel einfach ein bisschen leichter und eignet sich auch, wenn man verreist, dafür besser. Zu den Aufsätzen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Versionen, die ihr vielleicht auch vom Dyson eben schon kennt. Alle Aufsätze funktionieren auch mit diesem magnetischen Prinzip. Also sie können einfach angeklickt werden und sind auch recht stark dann dran, wie ihr seht. Den Swift könnt ihr mit einem Aufsatz kaufen oder gleich mit allen drei Aufsätzen und das ist dann das Swift Special. Ich muss euch auch mal ganz kurz den einen Dyson-Aufsatz im Vergleich zum Leifen-Aufsatz zeigen, denn ich habe vor kurzem echt mit Willi nochmal drüber gesprochen, als wir die beide so gegenüber gesehen haben, dass wir tatsächlich auch finden, dass der Leifen-Aufsatz hochwertiger wirkt. Also irgendwie sieht der von Dyson etwas günstiger verarbeitet aus, auch durch diesen leichten Glanz, finde ich. Hier der von Leifen ist matt. Aber wenn ich die jetzt so nebeneinander halte, seht ihr vielleicht auch, wie gesagt, dass die Dyson-Verarbeitung irgendwie ein bisschen schwächer ist im Vergleich zu der von Leifen. Dann ist es auch so, dass ihr natürlich zwischen mehreren Geschwindigkeitsstufen wählen könnt, also zwischen mehreren Luftstromstärken und zwischen mehreren Temperaturen. Die sind alle in einem Bereich, der zwar schon heiß ist und die Haare dementsprechend auch gut trocknen kann, aber nicht zu heiß. Die ganze Technologie, die dahinter steckt, die ermöglicht es, dass ihr super schonend eure Haare trocken bekommt. Das habe ich, wie gesagt, schon häufig erzählt. Ich finde auch, wenn wir zum Beispiel im Hotel schlafen und ich da einen anderen Föhn mal wieder nutze, merke ich sofort den Unterschied. Es ist wirklich ein ganz anderes Föhnerlebnis. Erstens habt ihr hier eine deutlich leichtere Handhabung, weil der Motor im Griff ist. Das heißt, das Gewicht ist nicht so oben drauf und es tut nicht oder es wird nicht so schwer, den Föhn lange aufrecht zu halten. Zweitens könnt ihr mit diesem Föhn, ich finde auch egal auf welcher Temperaturstufe, sehr, sehr dicht an eure Kopfhaut gehen, ohne dass die Kopfhaut enorm gereizt wird, enorm heiß wird. Also es ist wirklich, ich sag's immer wieder, ein ganz anderes Föhngefühl. Der Föhn ist recht leicht, außerdem ist er nicht besonders laut. Vom Dyson unterscheidet er sich meiner Meinung nach wirklich gar
gar nicht. Den Swift gibt es in unterschiedlichen Farben zu kaufen und auch das SE-Modell gibt es in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Das SE-Modell ist einfach anders beschichtet mit Kunststoff, das hier mit Aluminium. Und auch die Dyson-Leistungsdaten und die Leifen-Leistungsdaten kann ich euch hier gerne nochmal im direkten Vergleich zeigen. Da seht ihr, dass es einfach wirklich keinen Unterschied zwischen diesen Modellen gibt, beziehungsweise der Leifen zum Teil auch einfach die Nase vorn hat. Das Besondere an dem Leifen ist tatsächlich auch, dass ihr hier so einen Temperaturknopf habt, mit dem ihr eben die unterschiedlichen Temperaturen einstellen könnt. Es leuchtet ja dann so ein Ring auf, der entweder blau, gelb oder rot ist. Und ihr könnt den Temperaturknopf auch gedrückt halten und dann wechselt der Föhn automatisch immer zwischen kalt, mittlerer Hitze und heiß, sodass das Ganze sehr ausgeglichen ist. Prinzipiell würde ich sagen, ist es für alle Haartypen geeignet und ich glaube auch tatsächlich, ich habe es euch auch schon häufiger gesagt, es ist eines der Produkte, zu dem ich von euch bisher auch das allermeiste und allerbeste Feedback bekommen habe. Also ich glaube, es hat mir tatsächlich noch niemand von euch geschrieben, dass jemand irgendwie damit unzufrieden war. Also alle sind super dankbar für den Tipp gewesen und haben auch bisher immer gesagt, dass sich das Geld dafür wirklich gelohnt hat. Und im Vergleich zum Dyson ist es natürlich trotzdem deutlich preiswerter. Die beste Freundin von meiner Mama wollte sich nämlich tatsächlich auch einen Dyson anschaffen und ich habe ihr gesagt, überleg lieber erstmal an dem Leifen. Dann habe ich ihr den besorgt und schaut euch mal ihre Nachricht an. Sie hat mir daraufhin so eine süße Nachricht geschrieben und hat sich auch so enorm gefreut darüber. Also wie gesagt, ich empfehle das im Familien- und Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Ich empfehle das hier. Für mich gibt es wirklich gar nichts, was gegen diesen Föhn spricht. Deshalb, wenn ihr daran überlegt, ich habe nur Positives dazu zu erzählen. Es kommt einfach wirklich ein bisschen darauf an, wie viel Geld ihr dafür ausgeben möchtet und was euch vielleicht vom Design her auch wichtig ist, weil leistungsdatentechnisch ist das Ganze eben so minimal unterschiedlich, dass man das kaum merkt. Und das dritte bzw. vierte Produkt, also es gibt ja drei Leifenmodelle und dann noch eine Zahnbürste, was ich euch nochmal zeigen wollte, ist die Zahnbürste, ja, jetzt habe ich schon gesagt. Auch die ist nämlich im Angebot und das ist auch eine etwas andere elektrische Zahnbürste. Zum einen habt ihr auch wieder die Möglichkeit, zwischen mehreren Designs zu wählen, die auch je nach Design unterschiedlich teuer sind. Dann gibt es zu der Zahnbürste immer drei unterschiedliche Aufsätze, beziehungsweise drei, die für unterschiedliche Zahnpflegebedürfnisse geeignet sind. Und eine weitere Besonderheit ist natürlich der Kopf. Also wenn ich die Zahnbürste anmache, seht ihr das? Bewegt sich der Kopf auch nach links und rechts. Und dieser Bereich wurde genau ermessen. Bemessen? Wie sagt man dazu? Also es wurde genau errechnet, wie groß dieser Bereich sein muss, damit diese Rotation auf den Zähnen genau richtig ist. Ihr drückt auch nicht stark auf und müsst eben auch nicht zusätzlich starke rotierende Bewegungen machen. Die übernimmt die Zahnbürste eben selbst. Außerdem gibt es so ein magnetisches Ladekabel dazu, also was man einfach hier so ranklickt auch, was zum einen den Vorteil hat, dass es die Zahnbürste enorm schnell auflädt und zum anderen auch ganz leicht mitzunehmen ist, weil es kein großes Kabel ist oder sonstiges. Und der Akku hält dann tatsächlich, finde ich zumindest, sehr lange. Nach 2 Minuten hört die Zahnbürste auch erstmal auf zu putzen, also gibt so ein Signal und hört dann auf, wechselt dann in den Standby-Modus, denn man sagt ja, 2 Minuten sind eigentlich die perfekte Putzzeit. Ich putze immer ein bisschen länger, aber ich finde auch hier, das ist mal eine sehr interessante Innovation und packe ich euch auch einfach gerne nochmal in die Infobox, wenn ihr euch jetzt, wie gesagt, mit den Aktionen beschäftigen möchtet. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ich probiere alles zu beantworten und hoffe sehr, dass euch das hier helfen konnte. Und ich habe ja auch einen Code, den könnt ihr jetzt wohl sogar zusätzlich auf die Aktion nutzen. Also mit dem gibt es nochmal 10 Euro Rabatt. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.